Hallo und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Jawohl, wir sind immer noch hier in Todmannsruh. Oder Todmanns End? Nee, Todmanns End war ein Film, oder? Todmannsruh sind wir. Absorbiert Gesundheit. Ein Vulkanglasschwert. Was wir statt einen, also dich haben wir wieder raus. Und dich haben wir raus. Und hauen dafür das Vulkanglasschwert rein. Waffe rechts. So. Yeah! So bauen wir jetzt langsam aber sicher uns neues Equipment zusammen. Ach, hier sind wir. Attack-Gun. Sehr gut. Dann hätten wir das abgeschlossen und können wieder nach Einsamkeit. Sehr schön. Ich bin die Königin von Einsamkeit, die Tochter des Kaisers. Ruf den Daedra zusammen. Okay. Ich bin nicht interessiert, Jari. Ganz egal, wie auf dir fragt. Da lag ein. Nee. Solltet ihr noch mal der Angel. Der Angel liegt da rum. So. Und wir sollten uns langsam mal eine nächste Stadt quatschen. Eure Augen gefallen. Ja. Ach Gott. Wir haben noch so viel zu tun. Wir sind so. Gottes Willen. Skyrim ist ein großes Spiel. Ist halt echt groß. Ups, falsche Tür. Hier. Und durch die Zusatzinhalte von dem Creators Club habe ich es noch größer gemacht. Na gut, was heißt, es ist, das ist halt das Problem im Creators Club, da ist nicht so viel geiles Zeug dabei. Ah, ihr seid zurückgekehrt. Jawohl. Wie geht es? Ihr habt ihn gefunden. Ich muss zugeben, dass ich nicht daran geglaubt hätte, dass er tatsächlich dort sein würde. Sehen wir uns das einmal an. Oh, oh nein. Das wird nicht genügen. Was? Das Exemplar ist unvollständig und so sehr gealtert, dass es teilweise gar nicht mehr lesbar ist. Und die Teile, die lesbar sind, nun, seit damals hat sich die Bardenkunst auch sehr verbessert. Es bedeutet, dass ich ihn nicht bei Hof vortragen kann. Ohne den Vers kann ich Elisif nicht davon überzeugen, wie wichtig das Fest der Verbrennung von König Olaf ist. Wenn sie von der Bedeutung des Festes nicht überzeugt ist, wird sie ihr Verbot, das Bildnis zu verbrennen, nicht noch einmal überdenken. Es bedeutet, dass die Verbrennung von König Olaf, die die Bardenakademie schon seit Urzeiten abhält, nicht stattfinden wird. Okay. Dazu dichten? Das kommt mir nicht richtig vor. Ich nehme an, ich könnte seinen Stil anhand dessen, was ihr mir gebracht habt, wohl kopieren, aber ich habe keine Ahnung, was zwischen diesen Versen kam. Okay. Oh, Olaf, unser Unterdrücker, einäugiger Verräter, todbringender Dämon und Drachentöterkönig, eure Legende ist Lüge, reißerisch und falsch. Euer schlauer Sieg über Numinex, ein Jahrhundertschwindel. König Olaf? War Olaf Einauge? Er ist berühmt dafür, dass er den Drachen Numinex gefangen und nach Drachenfeste gebracht hat. Was sagen wir, was wirklich geschehen ist? Ja, da kommt Olaf war Numinex in Drache Menschengestalt. Das finde ich sehr unwahrscheinlich, aber der Hof wird es lieben. Ich schreibe es hinein. Na komm. In Ordnung. Und du? Olaf griff nach der Macht mit Versprechen und Drohungen. Von Falkenring nach Winterfeste fielen sie auf die Knie. Doch Einsamkeit widerstand, Himmelsrands treueste Wächter. Olafs Rache kam schnell, listig und gemein. Seltsam. Die Geschichte besagt, dass Einsamkeit Winterfeste angegriffen hat.
Aber Esgeier scheint zu sagen, dass Olaf reagierte. Was sollen wir sagen, was geschehen ist? Olaf hat dessen Drachengestalt angegriffen. Oh, das ist spannend. Ich bin sicher, dass das dem Hof und der Jarl gefallen wird. Ich schreibe es hinein. Was? Er hat ein paar Endzeilen, aber mehr haben wir nicht hinzufügen müssen. Ich muss zum Hof gehen und es vortragen. Jawohl. Ihr solltet mitkommen. Gut, gut, gut. Machen wir gleich. Ich muss den anderen Typen schnell finden, um bei ihm schnell zu leveln. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo ist der, wo ist der, wo ist der? Bevor wir hier ein Level machen und 5 Punkte verschwenden. Ich möchte halt Redekunst mit Gold am besten trainieren. Ist der? Oben, 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 oben. Ich habe oben das Schnaufen gehört. Mataf, Ildi, Eier, Inge, Sechsfinger, so. Denkt daran, es ist eure Aufgabe, diese Lieder herüberzubringen, das Publikum zu begeistern. Da ist er, nee. Wenn ihr sie mitreißen könnt, werden sie euch dafür lieben. Jordan! Lady Atea sagt, nur ihre eigene Stimme sei besser als meine, aber sie kann mir Unrecht. Nach Weißlauf geritten von Rorikstad stammt. Ja, ja. Denkt daran, es ist eure Aufgabe, diese... Shit, wo ist denn der? ...das Publikum zu begeistern. Wenn ihr sie mitreißen könnt, werden sie euch dafür lieben. Ach Gott, wo ist, wie heißt er? Der Germanus Gaudius Schwammkopf. Schwammkopf. Nennen wir ihn ab sofort nur noch Schwammkopf. Ich werde hier nicht weggehen. Dass ich den nie gefunden habe. Das kann doch nicht wahr sein. Ich mache doch nicht hier alles und finde dann den... Bibliothek. Chef von der Bibliothek. Ja, in seiner Bibliothek hat der das... Warte mal kurz, was ist das? War Einsamkeit. Toll. Kleiderschrank. Ja, hier unten ist er nicht. Unten abgehakt. Jetzt gehen wir nochmal oben durch. Ja? Niemand. Das sind aber Bücher. Die Bücher werde ich mir dann auch da mal durchsehen für Okay, wir setzen uns hier mal kurz hin und warten einfach mal eine Stunde. Okay. Ihr seid neu hier, nicht wahr? Diese Lieder herüberzubringen. An der Badenakademie. Das Publikum zu begeistern. Wenn ihr sie mitreißen könnt, werden sie euch dafür lieben. Ich frag mich ja gerade, wo diese Argonin ist. Das bist ja nicht... Ich höre hier die ganze Zeit eine Argonierin, ja? Aber die habe ich bis jetzt auch noch nicht gefunden. Denkt daran, es ist eure Aufgabe, diese Lieder herüberzubringen, das Publikum zu begeistern. Wenn ihr sie mitreißen könnt, werden sie euch dafür lieben. Also, ich höre eine Argonierin, die ist nicht existent. Und ich finde den Typ mit der Mütze nicht. Ist das Inge Sechsfinger, die was so redet? Ich bin Dekan für Lautenspiel an der Bardenakademie und nein. Ich habe fünf Schnauze gefunden. Wirklich? Nein! Die guten Götter, tatsächlich. Ich kann euch nicht annähernd bezahlen, was diese Laute wert okay. ist. Leck mich.
leckt mich. Nein. Nein, das akzeptiere ich so nicht. Das akzeptiere ich so nicht. Gottes Willen. Wo ist der Typ? Ich bin Dekan für Lautenspiel an der Bardenakademie und nein, ich gebe keinen Privatunterricht. Ich brauche auch keinen Privatunterricht. Ich möchte nur meinen Abschluss machen und mich dann bei der Armee verpflichten. Wow. Trommeln werden unsere Truppen zum Sieg. Ihr seid neu hier, nicht wahr? Lebt wohl, Fremdling. Willkommen an der Bardenakademie. Sie ist wie ein musikalisches Museum. Wisst ihr was? Eure Haut ist schneeweiß. Leckt mich alle fett. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Hey, wollt ihr Fang spielen? Nein. Nein. Ich finde den Typen, ja? Ich werde ihn finden. Da ist er. Den besten Fisch, täglich fangfrisch. Holt euch euer Obst und Gemüse. Da! In meinem Amt. Nun, dann seid ihr am rechten Ort. So. Ist ein... nee, Ausdauer. Das hat mich jetzt echt... fertig gemacht. Wie viel brauchen wir hier? 50. Okay, hier, dann brauchen wir hier noch nicht rein skillen, sondern schleichen auch nicht. Schießkunst könnten wir, ich skill hier in Einhändigkeit rein. In was für einer? Nun, dann seid ihr am rechten Ort. Kosten. Oh. Ich sollte mich wohl wieder meinen Papieren zuwenden. Ja. So. Gut, das passt aber. Denn das Gold kriegen wir hier schon zusammen. Bleib du mal da. Ich bekomme das Gold schon. Wir haben den besten Fisch. Täglich fangfrisch. Ihr könnt doch sicher den einen oder anderen Septim entbehren. Hättet ihr vielleicht etwas Gold für einen Veteran übrig? Ja, gleich. Charme mit Charme möchte ich mal ganz kurz rein. Beirand sagt, für manche ist es Ramsch, für mich sind es Schätze. Mhm. Du bekommst jetzt von mir einen Dämmerbrecher, ja? Einfach nur deswegen, weil ich zwei hab. Den Dolch bekommst du, den Krummsäbel bekommst du. Kannst ja du nicht mehr leisten. Bekleidung. Uta kriegst du auf gar keinen Fall. Zaubertränke. Einmal Gift. Zack, zack. Redekunst verbessert. Sehr schön. Das. Und einen davon. Tschüss. Ihr seid im Kram mit Schein jederzeit willkommen. Jetzt machen wir nochmal einen Skillpunkt bei ihm auf Redekunst, ja. Dass ich quasi vorne geht er. Dann geben wir das andere Zeugs ab und kriegen da nochmal ein paar Punkte. Wenn euch die Geschichte... Nun, dann seid ihr am rechten Ort. So. Also Papa gut. Sagt, dass ich Rockwehr nie mehr wiedersehen werde. Aber er wollte mir nicht verraten, warum. Dann gehen wir zur Sechsfinger und geben Finns Dingsbums ab. Laute. Rum, da haben wir wieder mehr Platz im Inventory. Man braucht... Da. Was? Ja, ja. Ich kann euch nicht annähernd bezahlen, was diese Laute wert ist. Das passt schon. Aber... Nun seht euch nur an. Wenn nur jeder so handeln würde wie ihr. Ja, ja. Dann... Gibt es wahrscheinlich keinen Bürgerkrieg. Sondern nur noch Vampire. So.
Ach gut. Wir kommen levelmäßig gut voran, muss ich sagen, ja? Mal gucken, wann wir den ersten Punkt auf 100 bekommen. Den, was wir dann wahrscheinlich... Wahrscheinlich wird es dann sowas sein wie Schleichen, was wir eben... Sibylle Stentor hat ein Verständnis für magische Theorien. Was wir immer auf 100 lassen. Ich hoffe wirklich, dass dem Hof der... Sind wir bereit? Ich glaube, meine Stimme ist bereit. Ich hoffe, wir haben es gut gemacht. Ich hoffe es. Ich habe mir halt immer dazu überredet, irgendwie Blödsinn zu erzählen. So, dann gehen wir mal hinterher. Bum, bum, bum. Ah, Viamo. Ihr seid gewiss gekommen, um dafür zu plädieren, dass das Fest der Verbrennung von König Olaf wieder stattfinden sollte. So ist es, Jarl. Ich möchte König Olafs Vers aus der Lieder-Edda präsentieren. Er wurde erst heute im Grabmal des Barden gefunden. Ah, ihr hattet etwas erwähnt, das uns davon überzeugen würde, das Fest stattfinden zu lassen. Aber mit König Olafs verlorenem Vers hatte ich nicht gerechnet. Bitte fahrt fort. O Olaf, unser Unterdrücker, Verräter, todbringender Dämon und Drachentöterkönig. Eure Legende ist Lüge, reißerisch und falsch. Euer schlauer Sieg über Numinex ein Jahrhundertschwindel. Kein Stimmenduell zwischen Drache und Mann. Im Kampf gab es weder Flamme noch Stich. Olaf war Numinex in Menschengestalt. Doch in mondlosen Nächten durch die Lüfte er strich. Olaf griff nach der Macht mit Versprechen und Drohungen. Von Falkenring nach Winterfeste fielen sie auf die Knie. Doch Einsamkeit widerstand, Himmelsrands treueste Wächter. Olafs Rache kam schnell, listig und gemein. Olafs Geheiß an Winterfests Mannen, tarnt euch und greifet Flugs Einsamkeit an. Seine Männer gehorchten, der Kampf er begann, doch verdreht wurde die Order, Winterfest sie griffen an. So endet die Mär vom Lügner und Lumpen, den Einsamkeit verbrennt mit Feuer und Funken. In Einsamkeit lernt man die Badenkunst und übergibt König Olaf der Feuersbrunst. Ihr habt euren Standpunkt klar gemacht, Viarmo. Bei dem Fest geht es in Wahrheit darum, Einsamkeit hochleben zu lassen und falsche Könige zu verdammen. Ich danke euch und die Akademie dankt euch, Jarl. Zudem glaube ich, dass ein so prächtiges Gedicht Unterstützung verdient hat. Die Akademie wird dafür einen großzügigen Lohn erhalten. Nochmals danke. Ich werde mich darum kümmern, dass unser potenzielles neues Mitglied, das uns geholfen hat, das Gedicht zu finden, angemessen belohnt wird. Hallo, hallo. Unglaublich! Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Ich kann euch gar nicht genug danken. Ja. Bald, bald. Diese Dinge müssen ordnungsgemäß vonstatten gehen. Ihr werdet auf dem Fest... Ja, da ist gerade einer verschwunden. Die haben nachgeguckt. Ihr müsst mit Jorn sprechen. Er hatte sich um die Vorbereitungen für das Bildnis von König Olaf gekümmert. Wie sie sich jetzt angesehen haben und sagt ihm, er solle seine Vorbereitungen abschließen. Das Fest findet doch statt. Oh, das war jetzt gut. Der eine verschwindet, die gucken sich an. Er zuckt dann nur mit den Schultern. Ach, das passt schon. Wer sich an die Gesetze hält, wird in Drachenbrücke keine Probleme bekommen. Drachenbrücke? Oh, das war jetzt zu gut. Ah, Sonnenlicht. Was so. Braucht ihr? Nichts. Aha. Da hat wohl niemand mehr irgendwas texturiert da oben oder einfach nur Wiese hingemacht. So. Barden Academy. Academy of the Barden. Hm.
Ich bin ah, so gut, der Nachwuchsbarde. Hat Viarmo euch gesandt? Ich werde allen Bescheid sagen, dass wir soweit sind. Aber das Fest beginnt erst bei Einbruch der Dämmerung. Kommt heute Abend zu mir. Wir werden dann mit der Feier beginnen. Ei, ei. Nach Sonnenuntergang. Okay. Wir sollen uns nach Sonnenuntergang mit dem unterhalten. Jetzt kommt... Hey, wollt ihr Fang spielen? Nein. Jetzt können wir uns hier mal bis Sonnenuntergang hier in der Stadt ein bisschen umgucken. Hier am Friedhof. Ein paar Kirschen klauen. Natürlich könnt ihr mit eurer Zeit verfahren wie... Ihr! Ihr werdet mir helfen! Ihr helft doch den Leuten, oder? So etwas tut ihr doch! Ja? Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Okay, und was braucht ihr? Mein Meister hat mich verlassen. Hat sein Volk verlassen. Und nichts, was ich sage, kann seine Meinung ändern. Nun weigert er sich sogar, mich zu sehen. Wer ist er dein sagt, Meister? Ich störe seinen Urlaub. Und das schon so viele Jahre lang. Bitte, könnt ihr nicht helfen? Okay. Das letzte Mal, als ich ihn sah, besuchte er einen Freund im Blauen Palast. Keinen so unbedeutenden wie den Jarl. Oh nein, solche Leute sind unter seiner Würde. Er ging in den verbotenen Flügel des Palasts, um mit einem alten Freund zu reden. Er sagte, sie hätten schon seit Ewigkeiten keinen Tee mehr zusammengetrunken. Oh, und ihr werdet den Hüftknochen brauchen. Er ist äußerst wichtig. Es ist unmöglich, den Pelagius-Flügel ohne ihn zu betreten. Okay. Also Pelagius Hüftknochen, Tee trinken, Urlaub stören. Also, man kann viel deuten, ja? Und die Quest heißt Geist des Wahnsinns. Man kann ja viel deuten. Aber wenn man diese Person kennt, ja, kann man schon drauf kommen, um wen es sich wahrscheinlich handelt. Und ich bin sehr gespannt, ob es diese Person ist, die ich meine. Hey, ihr habt doch Getränke zusammen, oder? Könnt ihr mir nicht ein Met brauen? Kann ich bestimmt. Vielleicht braucht ihr eine Partnerin, hm? Wir sind in den Pelagius gekommen. Oh, dafür würde ich Schwierigkeiten bekommen. Es ist nicht erlaubt. Und außerdem ist es dort unheimlich. Nun, dann kann ich euch wohl hineinlassen. Ja. Aber nur kurz. Seid vorsichtig und kommt sofort zurück. Vermasselt nichts, während ihr hier seid. Alles klar. Vielleicht solltet ihr lieber mit dran sprechen. Ihr sieht gut aus. Das? Ah, der Pelagius-Flügel. Okay. Dort oben. Unheimlich? Noch etwas Tee, mein lieber Pelly. Goddammit! Nein, wirklich nicht. Wusste ich's doch. Außerdem habe ich noch so viel zu tun. So viele unerwünschte Personen, mit denen ich klarkommen muss. Neinsager, Idioten, Kritiker. Mein Schafrichter hat 3 Tage lang nicht geschlafen. Ihr geht viel zu hart mit euch ins Gericht, mein lieber krankhaft wahnsinniger Pelagius. Was würden die Leute nur ohne euch tun? Tanzen? Singen? Lächeln? Alt werden? Ihr seid der beste Septim, der jemals geherrscht hat. Außer vielleicht diesem Martin-Burschen. Aber der hat sich ja in einen Drachengott verwandelt. Und das ist nicht gerade nett. Wisst ihr, ich habe die ganze elende Angelegenheit miterlebt. Einfach fabelhaft. Schmetterlinge, Blut, ein Fuchs, ein abgetrennter Kopf und... Oh, und der Käse... Zum Sterben gut.
Ja, ja, wie ihr schon unzählige Male gesagt habt. Ha, Rumpf! Nun denn, wenn ihr unbedingt so sein wollt, vielleicht gehe ich dann besser. Schönen Tag noch, Sir. Ich sagte, schönen Tag noch! Ja, ja, geht. Überlasst mich meinen endlosen Pflichten und Aufgaben. Hallo. Der Gurat? Wie unhöflich! Ist sich zu fein, einen alten Freund ein oder zwei Jahrzehnte lang unterzubringen. So, ich bringe euch eine Nachricht. Wirklich? Oh, oh, was für eine Botschaft ist es? Ein Lied? Eine Beschwörung? Moment, ich weiß es. Eine in den Rücken einer argonischen Konkubine eingeritzte Todesdrohung. Die mag ich am liebsten. Und? Heraus damit, Sterblicher. Ich habe keine Ewigkeitszeit. Eigentlich habe ich sie doch. Kleiner Scherz. Aber im Ernst, wie lautet die Botschaft? Okay, ich soll euch aus dem Urlaub zurückholen. Ach, wirklich? Von wem? Moment, sagt nichts. Ich will es erraten. Askill ist es nicht. War es Molag? Nein, nein, der kleine Tim, der Sohn des Spielzeugmachers. Der Geist von König Lysandus? Oder war es, ja, Stanley, die plappernde Pampelmuse aus Passwall? Ich liege komplett daneben, nicht wahr? Was soll's? Ehrlich gesagt will ich es gar nicht wissen. Warum die Überraschung verderben? Aber zur Sache. Glaubt ihr, mickriger, kleiner, entbehrlicher Sterblicher wirklich, ihr könnt mich zum Gehen bewegen? Denn das ist nun wirklich verrückt. Euch ist doch klar, mit wem ihr es hier zu tun habt. Ja. Ihr seid ein Verrückter. Ich fürchte, ich kenne euch nicht mehr. Ich weiß nur, dass euer Volk sehnsüchtig auf eure Rückkehr wartet. Jawohl. Oh, bitte, verzeiht. Habt ihr etwas gesagt? Ihr müsst mich entschuldigen. Es ist nur... Mir ist auf einmal so abgrundtief langweilig. Also nun mal im Ernst. Ihr steht vor Sheogorath höchstpersönlich, dem dädrischen Prinzen des Wahnsinns, und euch fällt nichts Besseres ein, als eine Botschaft zu überbringen? Schwach. Ja. Das ist doch die eigentliche Frage, nicht? Seien wir mal ehrlich, wie viel Müßiggang braucht ein wahnsinniger Dädra denn wirklich? Also, ich werde Folgendes tun. Ich gehe. Ganz richtig. Ich bin hier fertig. Das Nichtstun hat ein Ende. Der schnöde Alltag ruft mich. Unter einer Bedingung. Ihr müsst zuerst einen Weg nach draußen finden. Viel Glück dabei. In das Spiel. Ach, wirklich? Möchtet ihr euch etwas umsehen? Ich darf wohl sagen, dass das hier nicht die botanischen Gärten von Einsamkeit sind. Habt ihr überhaupt eine Ahnung, wo ihr seid? Wo ihr wirklich seid? Willkommen in der trügerisch grünenden Psyche von Kaiser Pelagius dem Dritten. Ganz recht, ihr seid im Kopf eines toten, gemeingefährlich verrückten Monarchen. Ihr denkt jetzt sicher... Kann ich mich immer noch auf meine Schwerter, Zauber, das Schleichen und ähnlichen Unsinn verlassen? Gewiss doch. Aber wie wäre es denn mit... dem Wabajak? Na, na, das habt ihr nicht kommen sehen, oder? Doch. 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 Das ist deine Lieblingswaffe, die sinnloseste Waffe im ganzen Spiel. Und ich kann ihn nicht mal ausrüsten, doch ich haben. Okay. So, aber... Ich muss doch sehr bitten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ein äußerst schmackhafter Gemütszustand. Okay, bis dahin...